Hallo, meine kleinen Hyruleaner und herzlich willkommen zurück zu Alice. Lass mich doch mal ausreden. Zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir verziehen uns jetzt sofort darunter. In der Hoffnung, dass ich nicht vom Blitz getroffen werde. Oh, bitte triff mich nicht. Bitte triff mich nicht. Ich habe immer noch mein Gerudo-Gewand an. Das ändern wir jetzt direkt hier. Kommt, zack. Stromabweisend. Die Hosen, lassen wir die? Ja, lassen wir. So, das noch und so. So. Theoretisch, ich gucke nochmal auf der Karte nach. Theoretisch, ja, das müsste uns eigentlich direkt hier reinführen. Ey, was wollten ihr? Ich habe gerade hier ein... Zack. Zack. Wie, ihr übersteht das? Oh. So, komm. Au. Wo ist der K-Knopf? Hier, das wäre der Knopf. Jetzt. So, weißt du was? Ah, ne, ich kann nicht. Ist immer noch gewittern hier. Zack. Zack. Wie, die überstehen das? Warum überstehen die das? Mifas Gebet ist auch wieder bereit. Sehr schön. Wenn du es brauchst. Hab ich schon. Streichling. So. Wisst ihr was? Ich verzieh mich jetzt. Oh, noch ein Schleichling. Nam, nam, nam. Meins. Da ist nochmal einer. Auch meiner. So, komm, geh mal her. So. Also jetzt hier lang. Oh. Eine Eichel. So. Oh. Eine Echse. Meine Echse. Komm her. Oh, die will ich auch noch fotografieren. Kann ich die überhaupt fotografieren? Ich glaube nein. Verlorene Wälder. Ja, ich will aber so ein kleines Glühwürmchen haben. Ah. Ey, lass das. Ah, jetzt ist wieder normal. Okay, cool. Zack. Nee. Zack. Ist auch noch eine. Okay, so. Was willst du? Du bist schon wieder von hier. Wo sind? Alter, jetzt. Lass das. Sehr nice. Oh. Meine Bogentasche ist voll. Okay, damit komme ich klar. Damit kann ich leben. Halt. Nicht ohne mein Chicken Wing. Chicken Wing. So. Sind wir hier? Aha. Dann entfachen wir doch das Feuer mal. Zack. Huch, Waldbrand. Waldbrand, ich war's nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte doch nur hier das Dingens hier anzünden. Oh oh. Okay. Aha, wahrscheinlich muss ich hier dem Weg folgen. Hi. Hallo, kleiner Fuchs. Ich werde gleich Fuchs, teufelswild. In die Richtung. Aha, dann in die Richtung. Und jetzt? In die Richtung vielleicht. Wehe, ich verlaufe mich jetzt. Ja, ich habe Angst in diesem Wald. Oh, Frühstück. Und es kommt sogar... Das springt mir doch direkt in den Mund. Okay. Jetzt sehe ich aber keine Fackeln mehr. Ich werde mich hier sowas von verlaufen. Hallo? Nein! Okay. Langsam aber sicher raff auch ich das. Bitte. Oh. Oh. Habe ich vorhin gar nicht gesehen. Oh.
Waldlanze. Diese Lanze haben die Crocs für Hyliana gefertigt. Sie ist leicht und robust. Die Spitze ist aus besonders hartem Holz geschnitzt. Und ich habe sogar Platz dafür. Cool. So, und wo geht's jetzt bitte schon weiter? Hallo, Baum. Was ist denn das da hinten? Nichts. Nein, 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 nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hm? Aha. Aha, es sind nur Blätter. Es hat jetzt ausgesehen, als würde da jemand sitzen. Aber wo geht's jetzt bitte schon weiter? Hier? Halt mal. Rein da. Wie soll ich eigentlich sicher sein? Moment, so wird das nix. Wir gucken uns das Ganze mal von oben an. Weil die Fackeln müsste man ja eigentlich sehen. Aber ich sehe nichts. Nicht nichts, sondern ja nichts. Apropos ja nichts. Mein Leben ist auch nichts mehr wert. Da hauen wir uns erstmal ein bisschen was rein. Zack. Und wann noch? Zack. Und zack. So, das sollte fürs Erste reichen. Ich sehe aber in der Tat keine Fackeln mehr. Aber der Wind... Wenn ich auf den Wind... Aha. Oh, aha. Ja, Momentchen mal. Nee, halt. Wie wär's denn mit dem? Hilft das? Hat das dieselbe Funktion wie eine Fackel? Nein, 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 nein! Ich hasse die Crocs. Ich hasse die so sehr. Wenn ich es mal zu euch nach Hause schaffe, dann könnt ihr sicher sein, dass das nimmt kein gutes Ende für euch. So, also ich habe jetzt eine Fackel. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Nein, 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 nein. Sag mal, bin ich doof? Also, ich meine, ja, aber so doof? Könnt ihr mir auch einen kleinen Tipp geben? Zünd das Ding jetzt mal an. So, ich halte die Fackel jetzt einfach vor mich. Ich zünd mal hier einen Baum an. Der brennt nicht. Ist das der Trick dabei? Nein, 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 nein. Oh, wie ich die hasse. Oh, wie ich die hasse. Oh, ich hasse die. Ich kann natürlich mal versuchen, hier so. Die Richtung. Zack. Aha, da hinten brennt's. Rennen wir mal dahin. Susefeil. Die wollen mich doch verarschen. Aber bisher, ich meine, bisher haben ja der Wind sollte mir eigentlich den Weg weisen. Und das windet in... Ah, halt. Geh mal hier noch. Zunder. Und das windet dir eigentlich in die Richtung, oder? Jetzt in die Richtung. Weiterhin in die Richtung. Jetzt windet es in die Richtung. Weiterhin in die Richtung. Ich muss immer schön aufs Dingens achten. Es windet weiterhin in diese Richtung. Das könnte der Trick sein. Ha, sieh mal einen an. Oh, oh. Toll. Und das für einen lächerlichen Opal. Okay, jetzt muss ich irgendwie mal schnell hier ein Feuer entzünden. Mach mal Feuer.
So, au, ich stehe im Feuer. Dann die Fackel hervor. So. Okay. Das ist jetzt natürlich sehr ungünstig hier. Weiterhin in die Richtung. Weiterhin in die Richtung. Aha. Und jetzt hat sich der Wind gedreht. Jetzt müssen wir in die Richtung. Ja, in die Richtung. Immer schon darauf achten, wie sich der Wind wieder dreht. Ja, bisher scheinen wir gar nicht so falsch zu sein. Oh, der Wind hat gedreht. In die Richtung. Weiterhin in die Richtung. Was war da? Oh, was war denn das jetzt? Nein, jetzt macht er die Flamme wieder aus. Holzpfeil. Ja, okay. Pfeile kann ich immer gebrauchen. So, ich brauche nochmal ein Feuer. Nochmal Feuer. Nein! Warum das denn? Nein. Oh. Natürlich wieder ganz von vorne. Toll. Okay, hier, gib mal Feuer. In die Richtung. Der Wind hat, glaube ich, noch nicht gedreht. Okay, in die Richtung. Jetzt hat er gedreht. In die Richtung. Genau, knapp an dem Baum vorbei. Die Richtung. Okay. Weiterhin in die Richtung. Boah, ist total gruselig hier. Weiterhin in die Richtung. Wind hat gedreht. In die Richtung. Oder? Jupp, in die Richtung. Okay, dann laufen wir jetzt mal in die Richtung. Wind hat gedreht. Ist also ein Spiel mit dem Feuer. Ist da was drin? Nein. Weiter in die Richtung. Wind hat gedreht in die Richtung. Wind hat gedreht in die Richtung. Oder? Ja. Okay, so. Cool. Bin ich ne... Wind hat gedreht in die Richtung. Aha. Wehe, wenn das mich jetzt zurückspawnt. Ich komme hier sonst nirgendwo durch. Weiterhin in die Richtung. Ich glaube, ich bin da. Entweder da oder durch. ja. Hey. Hallo, kleinen Crocs. Nein, versteckt euch doch nicht. Ich bin es, Link. Weil der Crocs. Ist es... Mein Schwert. Weil ich gezogen habe, bin ich jetzt erwachsen? Oh, Verzeihung. Der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Ich muss kurz eingenickt sein. Wer bist du? Oh, endlich bist du gekommen. 100 Jahre. So lange hast du mich jetzt hier auf deinen Besuch warten lassen. Ich dachte schon, ich verdorre, bis du dich endlich blicken lässt. Aber so wie du mich ansiehst, scheinst du dich an gar nichts mehr zu erinnern, Bruder. Ich wache über Hyrule. Seit es diese Welt gibt, stehe ich schon hier. Mein Name lautet Dekubaum. So nennt man mich von alters her. Diese Waffe wurde vor Urzeiten von der Göttin erschaffen. Nur der auserwählte Ritter darf sie führen, um damit die Verheerung zu bekämpfen.
das heilige Bannschwert. Und ob du es glaubst oder nicht, du selbst warst es, der vor 100 Jahren das Schwert aus seinem Stein zog. Doch übe dich in Geduld, mein Junge. Wer auch immer wagt, es zu ziehen, wird von dem Schwert selbst auf eine harte Probe gestellt. Ich kann nicht sagen, ob du in deinem jetzigen Zustand seiner würdig bist. Ey, wie bitte? Wenn du versuchen solltest, es aus dem Sockel zu ziehen, bevor du deine einstige Stärke wieder erlangt hast, wirst du auf der Stelle den Tod finden. Nimm dich in Acht, mein Junge. Wer dieses Schwert ziehen will, muss auf der Höhe seiner wahren Kräfte sein. Wollen wir sehen, ob du bereit bist? Wie bitte? Und wenn ich es nicht bin, dann bin ich einfach tot. Ja komm, wir machen das jetzt. Zieh! Ah, ich muss halten. Verzeihung. Vor 100 Jahren konntest du es mühelos herausziehen, aber du scheinst schwächlich geworden zu sein. Ey, Alter, echt jetzt? Du musst wieder zu deiner alten Stärke zurückfinden. Ho, 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 ho. So. Au. 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 Verdammt, ich brauche mehr Herzen. Ich brauche unbedingt mehr Herzen. Hier, oh, was sind das? Prinzessinnen Enzian, schön. Revalis Dom ist bereit. Bist du, kann ich hier... Ich will doch nicht klettern. Ich wollte irgendwo beten. Kann ich hier... Oh. Ui, 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 ui. Bist du der Held? Toll, der werte Held besucht uns in unserem Wald. Ich habe eine Prüfung für dich, die dich stärker machen wird, werter Herr Held, nicht Herr Held. Du musst nicht kämpfen und die Prüfung ist auch nicht gruselig, aber du musst trotzdem vorsichtig sein. Und zwar will ich ein Rumi sehen. Er leuchtet im Dunkeln und ist etwas so groß wie ich. Muss mir noch nicht mal einen bringen, ein Bild oder so kann ich machen. Also, keine Ahnung, wo genau diese Rumi leben, aber sie sind sehr flink und leuchten angeblich ganz wunderbar. Ich würde zu gern einmal einen davon sehen. Du nicht auch? Ich habe ein ganzes Nest davon gefunden. Wenn du mir so einen Rumi zeigst, gebe ich dir auch eine Belohnung. Ich habe eins. Keine Ahnung, wo genau. Ich habe doch aber ein Bild. Momentchen mal. Hier, Album. Aha, ich habe das jetzt natürlich nicht, gerade nicht. Sirule Handbuch. Monster. Was haben wir hier? Tiere. Ich glaube, der wäre hier mit dabei, der Rumi. Den habe ich doch, oder habe ich den noch gar nicht fotografieren können? Doch. Ich habe sogar den Meister der Rumis fotografiert. Hier, Herr des Waldes. Also Herr der Wildnis, Verzeihung. Aber den Rumi wahrscheinlich nicht. Oh, kack, Mist. Verflucht nochmal. Wir gucken doch mal durch. Nur um sicher zu gehen. Also, hier, Rumi. Kann ich ihm das nicht zeigen? Oh, ich kann ihm das nicht zeigen. Oh. Okay. Hey! Hallo! Ja, genau. Warum so still? Ich bin es doch. Der Musikant aus dem Wald, der Krux. Maronus. Lalalala. Wie ich sehe, hast du den Weg durch die verlorenen Wälder hierher gefunden. Du hast du die Krogsamen, die du für mich finden solltest? Wenn das so ist, wenn du mir Krogsamen gibst, kann ich eine deiner Taschen größer machen. Ja, ich habe 16 davon, ja. Yeah. Mach mal die Waffentasche größer. Kannst du 5 haben, ist kein Ding. Ding. Dann
Da. Also. Das heißt Ring, Ticket, the Ting. Och. Werde größer, Waffentasche. Ohohoho. mach die Waffentasche noch mal ein bisschen größer. 8 Krux haben. Ja, nee, dann lieber nicht. Ja. Nein, aber nicht die. Aha. Oh. So, ich nehme 3 Krux. Ja, komm. 3 kannst du haben. Hier. Sehr nice, sehr schön. Ja, danke. Tam, ta, 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 das heißt Ring, Tigge, Ting. Meinetwegen auch Ring, Tigge, Ting. So, Bogentasche auch größer. Dann machen wir auch noch die Schildtasche. 3 Krux. Ja, okay, kannst du haben. Schild mehr tragen. So, jetzt habe ich sogar noch ein bisschen. Was können wir noch machen? Bogentasche, wie viel willst du? 5. Ja, komm, hau rein. So, und jetzt geht mir die Musik sowas von auf die Nerven. Das hört jetzt auf. Hört jetzt sowas von auf. Ey, hört auf. So. Werde Größenbogentasche. Ja, ja, ist okay. Schon. Tschüss. Was ist das, bitteschön? Kann ich das fotografieren? Nee. Was ist denn das? Ist das nur eine Lampe? Oder kann ich da gegenhauen? Ja. Ist wahrscheinlich doch nur eine Lampe. Oh, ein Schrein. Ein Schrein. Ich muss da rein in den Schrein. Ja. Kiyohu-Schrein. Verdammt, ich komme noch nicht ans Meisterschwert ran, ans Mastersword. Ah, komm, den Schrein machen wir noch schnell. Hoffentlich ist es ein einfacher Schrein. Aber im Vergleich zum letzten hier, zum Donnerfluch, war das hier, wird das wahrscheinlich... Ich will es zwar nicht sagen, aber leichtes Spiel. Und weh, du bist ein verkackter Drecks. Scheiß schwerer Scheißschrein. Ich dann raste dich aus hier. Oh. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Kiyohu. Im Namen der Göttin Helia sollst du geprüft werden. Er steht in den Sternen. Welche Sterne? Wahrscheinlich meint er die da vorne. Also werden die da vorne gemeint. Aha. Aha. Aha, okay. Mal untersuchen. Sieh zu den Sternen. Die Zahl der Sterne ist der Schlüssel zu deinem Schicksal. Welche Zahl denn, bitteschön? Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soll ich das jetzt bringen? Gehen wir da rein. Link, willst du? Danke. Ich könnte auch einfach drüber fliegen. Ich weiß das. Moment, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hoi, kann ich gut zählen. Also hier haben wir 20. Ich komme aber maximal auf 20. Wie soll denn das gehen? Jetzt kapiere ich. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, da drüben, dasselbe nochmal. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also, dann hau hier mal rein. Gehen wir mal schnell den hier. Ja, ist okay. Maul nicht rum.
So, ich glaube, es kommt darauf an, ob die Kleinen auch zählen, aber ich denke jetzt mal ja. Zur Hölle, ja. So, dann hier. Zum Glück ging der noch rein. Huh. Und hier. Eins, zwei, drei, vier. Also wenn das hier vier sind, wenn man mal nur die großen nehmen, dann wäre das hier vorne. Und den hier vorne. So. Und wenn wir hier nur die großen zählen, ist das 1, 2, 3. Schwierig zu sagen. Weil es sind ja nicht dieselben Muster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Es wäre doch gelacht mit der 8. Komm mal her. So. So vielleicht? Oh, ich will da nicht hoch. Sieh zu den Sternen. Die Zahl der Sterne ist der Schlüssel zu deinem Schicksal. Wo sind hier Sterne? Ich glaube, er meint das Sternbild da vorne. Also, dieser Stein meint das Sternbild da vorne. Nicht pfeifen, Link. Was haben wir denn hier? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 99, 91, 92, 93. Also 93, das wäre 1 und 2 hier. Und 9 müsste es hier ergeben. Den haben wir schon in der 5. Dann werfen wir den nochmal schnell in die 4. So lobe ich es mir. Rein da. Das ist auch nicht... Ich werde hier ganz deppert. Ich könnte ja einfach mal versuchen, hier rüber zu gleiten. Komm. Nee, das geht natürlich hier nicht. Oh, nee, das geht ja hier nicht. Was für Betrüger sind denn das? Sieh zu den Sternen. Nicht hinknink. Hinknink. Ich meine Link. Habe ich mich verzählt? Ha. Also ich lese jetzt das nochmal hier. Sieh zu den Sternen. Die Zahl der Sterne ist der Schlüssel zu deinem Schicksal. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, aber ich kann doch hier gar keine 7 eingeben. 1, 2, 3. 1 und 3. Und hier war es 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Also Moment mal, wir versuchen das noch, wenn das nicht hinhaut, dann machen wir hier mal ein bisschen Folgenende und so. Also wäre es hier 4 und 4. Rein. Wing. Und hier wäre es 1 und 3. Also hier in die 1. Ich habe jetzt mal nur die Großen gerechnet. Die Kleinen habe ich mal einfach so auf die Seite gelassen. Und 1, 2, 3. Wo haben wir denn die 3? Oh, ich stecke im Loch. Nein, nicht so weit. Gut, Link. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie soll ich denn hier eine 7 machen, bitteschön? Geht ja nur bis 5. Und da drüben, da komme ich ja gar nicht mehr klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, Moment mal. 3 plus 4 sind 7. Jetzt habe ich's. Also, Moment mal. 1, 2, 3 plus 4. Da wären es hier 4 mehr. Oh, jetzt kommt noch Mathematik ins Spiel. Und hier wären es dann demnach 3. Okay, wir sind da hier auf 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier komme ich aber auf 6. Aber immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7, 13, ja, das wären 6, aber 6 gibt es ja nicht. Also im Spiel nicht. Obwohl es ein paar Anspielungen hat. Und hier wäre. Ah, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich check das nicht. Also da drüben, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so funktionieren sollte. Aber hier haben wir von Anfang an 7. Und 6 sollten dazukommen. Damit wir dann auf dem hier sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha, also das ist also rechts sind es bei beiden 7. Nur links sind es da 3. Und hier, was haben wir gesagt? 3. 6, 9, 12, 13. Ich komme hier nur auf 10. Und hier haben wir, was sind das? 7. 3 und 4 sind 7.
das sind es auch 7. Ach, Moment, Moment. Was haben wir gesagt? 6 fehlen. 5 und 1. Oder 3 und 3. Oder 2 und 4. Dann haben wir den noch hier rein. Rein. Tickle, tickle, ticken. Leider nicht. Lässt auf sich warten. Toll. Yay. Also, ja, nee, ich würde mal sagen, wir lassen das hier. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich muss jetzt mal ein bisschen Mathematik üben, um zu verstehen, wie ich hier weiterkomme. Ja. In dem Sinne, ich bedanke mich, wünsche euch jetzt eine angenehme Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüssi und ciao.